Hi Leute und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist James, ich bin der Stellvertreter von Yuri und Easy. Das sind zwei Jungs, die eine Comicserie gemacht haben. Die beiden haben mir ihr Einverständnis gegeben, euch diese Geschichte zu erzählen. Sie beruht auf wahren Begebenheiten. Ihr denkt, das war's mit Mois? Das war's noch lange nicht. Naja, fangen wir mal an. Plötzlich klingelte das Telefon von Yuri. Simon war dran. Er sagte, Yo Jungs, was geht? Ey, ich bin hier in einer mies dicken Villa bei einem Freund von mir, Mann. Kommt mal vorbei, ja? Hier geht mies die Party ab. Wir dachten uns, warum eigentlich nicht? Lass mal hingehen. Und hier fängt die Geschichte an. Wir sind ins Taxi gestiegen, mitten im Nirgendwo. Das war so abgelegen, dass wir nicht mal Handyempfang hatten. Irgendwann standen wir vor einem großen Tor und da sollten wir einfach durchfahren. Als wir ausstiegen, kam Simon zu uns und flüsterte, Yo Jungs, hier ist dieser eine YouTuber, Mois, keine Ahnung, wie der hier gelandet ist. Wie auch immer, wir gingen die Treppen hoch und dort war ein riesiges Schlafzimmer. Plus ein Balkon, der so groß war wie meine ganze Wohnung. Und der Garten war größer als ein Fußballplatz. Wir erblickten diesen Mois im Schneidersitz auf der Wiese. Er meditierte. Er war völlig abgekapselt. Wie, als wäre er von einem anderen Planeten. Versteht ihr? Plötzlich kam er rein und fing an, wild vor sich her zu rappen. Komisch, versteht ihr, wie... Aggressiver, ja, halt wie der Himalaya. Reicht durch Keller, geh mehr. Und das hat er durchgezogen. Mindestens 2 Stunden lang. Und er wollte sich auch zwischendurch mit Simon boxen. Und der hat die ganze Zeit über so Zahlen gesprochen. 369 oder sowas. Nikola Tesla hatte doch diese Theorie. Irgendwie, dass man mit den Zahlen 3, 6 und 9 das ganze Universum beeinflussen kann. Heruntergebrochen heißt das wohl so viel wie, wenn du fest an etwas glaubst, dann wirst du es auch erreichen. Und du sollst die Ziele auf jeden Fall immer mehrmals täglich aufschreiben. Also quasi, dass du dir das richtig einprägst. Du musst es manifestieren. Er hat die ganze Zeit darüber gesprochen. Ist das nicht Aberglaube? Du machst doch immer auf gläubig. Ist das nicht Schirk? Er hat uns stundenlang versucht zu erklären, wie die Welt funktioniert. Er hatte so eine Art, wie soll ich sagen, Gottkomplex? Irgendwann zog er sein Tanktop aus und er hatte ein riesiges Tattoo auf der Brust. Er hat manchmal echt verrückte Sachen erzählt. Er würde ein Buch lesen, in dem erklärt wird, wie man zu einer Ziege wird. Und er sagte, die Pilze, die später für ihn im Tower ankommen, wirken am besten, wenn man sie sich in den Anus schiebt. Dann kam Simon und meinte, Jungs, zeig mal eure Serie, eure Comicserie, die ihr gemacht habt. Das wird er safe feiern. Die Serie heißt Yo Snake und dreht sich um einen Jungen, der Fuß fassen will im Rap-Geschäft. Mit allen Intrigen und Strapazen, die dazugehören. Plus Insider-Infos. Die krasseste Serie, die ihr je zu sehen bekommen würdet. Wir hatten da schon 10 Folgen fertig, eigentlich stand die ganze Serie schon. Mois hat es übelst abgefeiert. Er wollte es unbedingt releasen auf seinem Kanal. Er meinte, das muss auf meinen Kanal, Jungs, das ist heftig, Bruder, genau was ich gesucht habe, ihr seid die absoluten Ziegen, sagte er. Wir haben Nummern ausgetauscht und irgendwann meinte er, ich muss los, meine Pilze sind gekommen. Am nächsten Tag bekamen wir eine SMS. Schickt mal die 2. Folge. Könnt ihr in den Tower kommen? Wir sind auf jeden Fall dahin gefahren. Er hat uns 2 Stunden warten lassen. Wie, als wäre er der Präsident. Und genau wo wir gehen wollten, rief er an und sagte, Es tut mir leid, Jungs, ich war am Meditieren, ich komme sofort runter. Als er runterkam, um uns abzuholen, haben wir ihn gefragt, ob er überhaupt geschlafen hat. Seine Antwort war, ich brauche keinen Schlaf. Schlaf ist eine Illusion. Ich habe heute fast einen mit der Machete abgeschlachtet, Brüder. Naja, wir gingen hoch. Der hatte sein Büro ganz oben im Goldman Tower. Er hat uns gezeigt, wo er seine Bilder malt. Aber irgendwie war da eine komische Stimmung in diesem Tower. Naja, er zeigte uns ein Foto, wo er allen Mitarbeitern tatsächlich unsere Serie gezeigt hat. Er behauptete, dass er im Meetingraum einen Aufstand gemacht hat. Ihr habt gar keine Ahnung, was ihr hier macht. Ja, seht ihr das? Seht ihr diese Serie? Das ist Content, das ist Wahnsinn. Diese Jungs sind Macher. Ihr seid Nixkönner, nix. Im Tower war auch dieser Maestro. Er fragte uns, ob wir die Jungs von der Serie sind. Wir meinten ja. Er wollte die 1. Folge sehen und wir zeigten sie ihm. Nachdem wir fertig waren, schaute er uns an und meinte, Jungs, das ist echt krass. Das wird durch die Decke gehen. Irgendwann wollte er Mois was ins Ohr flüstern. Da er aber bemerkte, dass wir auch im Raum waren, hat er einfach laut mit ihm gesprochen. Es ging wohl irgendwie um eine geklaute Uhr oder irgendwelche Sachen, die geklaut wurden im Tower. Da war auf jeden Fall einiges los. Zwischendurch rastete Mois ab und zu aus und Maestro musste ihn beruhigen. Nach euch, ich kann kein Vertrauen, Bruder.
Und plötzlich ging die Tür auf. Die haben Mäuse aus dem Raum gezerrt. Und draußen ging ein Geschrei los, sag ich euch. An die Wände wurde geschlagen, wie im Irrenhaus. Dann verging ungefähr eine halbe Stunde, bis Maestro sagte, ey Jungs, ich geh dir mal suchen. Ich meinte, ich komm mit, ich muss eh auf Klo. Maestro meinte, er zeigt mir den Weg. Kurz bevor wir bei der Toilette ankamen, haben wir auf einmal seltsame Geräusche gehört, die da rauskamen. Auf einmal kam Mäus rausgestürmt. Sogar für seine Verhältnisse sah der so drauf aus, als hätte er sich selber doppelt gegeben. Plötzlich hat er Maestro umarmt. Sein Arm ging immer weiter Maestros Rücken runter, bis Maestro ihn irgendwann weggestoßen hat. Er sagte zu Mäus, er soll mal runterkommen, auf welchen Substanzen er schon wieder wäre. Ich hab noch nie in meinem ganzen Leben so einen angeekelten Blick bei jemandem gesehen. Könnt ihr Maestro fragen. Und was ich danach auf dem Boden in der Toilette gefunden habe, wollt ihr gar nicht wissen. Dann kam er wieder rein und zeigte uns ein paar Songs, wenn man das überhaupt so nennen kann. Okay, Brüder, ich zeig euch ein paar Songs, ich hab über 400. Ich bin krass, verstehst du? Nachdem ich eine Hörprobe gepostet hatte, haben mich eine Triade Menschen angeschrieben. Wie auch immer, wir einigten uns darauf, dass wir uns in ein paar Tagen nochmal treffen, um die ganze Sache nochmal zu besprechen. Tage vergehen. Wochen vergehen. Mäus ist wie vom Erdboden verschluckt. Die Jungs sind ratlos und fragen sich, was jetzt wohl mit der Serie ist. Auf einmal heißt es überall, Mäus sitzt im Knast, er wurde verhaftet. Okay, lass den Jungen wieder gehen, der ist schon über eine halbe Stunde hier. Bruder, nein, ich will noch nicht gehen, ja, ich muss im Knast bleiben noch. Lass mich noch ein bisschen hier, ja, bitte. Da draußen sind zu viele Augen auf meinen Hacken. Wir hörten einfach nichts von ihm und fingen an, auf YouTube zu suchen, ob es irgendwas Neues gibt, aber da war einfach nichts. Der war wirklich wie vom Erdboden verschluckt. Ja, da müssen ich wirklich Verbrecher rein, du musst jetzt Bruder, gehen, du musst bitte, jetzt gehen. Bruder, bitte, ich will im Knast bleiben, nein! Wir hören immer noch nichts. Bruder, kannst du mir diese Uhren bis nächste Woche leihen? Ich geb's dir doppelt zurück. Ich hab 2 Millionen Abonnente. Und dann war er plötzlich überall präsent mit seinem neuen Format. Schau mal, Bruder, wir sind auf der heiligen Mission heute und ich frag dich, willst du diese Uhr oder jemand andere doppelt geben? Verstehst du? Also, wenn du Nein sagst, dann gebe ich jemand andere doppelt, dann kriegt der andere 2 Uhren. Krass, oder? Habe ich mir ganz alleine ausgedacht. Doch dann kommt auf einmal eine SMS von Alim. Lass uns treffen. Er nannte uns eine Adresse. Am nächsten Tag trafen wir uns dort. Es tut mir leid, Jungs. Ja, wir haben uns lange nicht gehört. Ich hatte viel zu tun, viel Probleme. Und ja, mir wurde eine Uhr geklaut. Deswegen bin ich auch nicht mehr im Goldman Tower. Ich verkaufe jetzt Immobilien und Yachten. Ich mache so 30.000 pro Stunde. Dann klingelte auf einmal sein Handy. Er sagte, ah, das müsste Floyd sein. Ich rede kurz mit ihm, Jungs. Ich bin gleich wieder da. Floyd? Zu dem Zeitpunkt wussten wir nicht, wen er mit Floyd meint. Und wir fanden es irgendwie komisch, dass er auf einmal Englisch spricht. Aber wir dachten uns nichts dabei. Und dann kam er wieder rein. Okay, Jungs, zurück zur Serie. Ich hab den Vertrag schon vorbereitet, ja? Hier, ich möchte auch nichts haben von den Einnahmen. Ihr bekommt 100% der Einnahmen. 100%. Ich will nichts haben. Ich bin ein Gönner. Ich gönne euch meine 2 Millionen Abonnente. 2 Millionen Abonnente. 2 Millionen. Auf dem Vertrag stand Geheimhaltungsvereinbarung. Was soll das denn sein? Wir sagten ihm, ey, wir nehmen den Vertrag mit, wir lesen ihn durch und kommen dann morgen wieder. Wir werden uns schon einig, Jungs, und wie gesagt, ich möchte nichts davon abhaben, von dem Geld, was reinkommt. Und guckt hier, ich mache pro Video, was ich mache, mache ich von 800 bis 2.500 Euro. Später an diesem Tag kam noch eine Nachricht von ihm, wo denn die erste Folge bleibt. Wir sollen die ihm schicken, damit er das schon mal vorbereiten kann und hochladen. Wir meinten zu ihm, wir schicken dir die Folge, aber bitte lass uns erst anfangen, wenn wir alles geklärt haben, wenn die Verträge unterschrieben sind und so. Auf einmal wurde er komisch. Das ist jetzt aber schon ziemlich geil, was ihr macht, ja, dann macht, was ihr wollt. Wir riefen ihn sofort an und fragten ihn, alles okay bei dir, Bro? Alles gut? Nach etwa 5 Minuten beruhigte sich das Ganze. Er meinte, Jungs, egal was ihr mir für einen Vertrag gebt, ich werde unterschreiben. Lass uns die Serie einfach bringen, bitte, ja. Am nächsten Tag meldete er sich. Er sagte, schick mal die Folge, Jungs, ich möchte alles anlegen, damit wir schnell anfangen können. Er meinte dann auch noch, wir können auch selber einen Vertrag aufsetzen lassen. Er wird alles unterschreiben, was wir ihm geben. Wir haben dann in Windeseile einen Lizenzvertrag von einem absoluten Profi schreiben lassen. Den haben wir ihm zugeschickt. Er schrieb, ihr braucht nicht vorbeizukommen, Jungs. Ich kann das hier unterschreiben und euch schicken. Wir meinten aber, nein, klar, wir freuen uns doch voll auf die Zusammenarbeit, Bro. Wir kommen auf jeden Fall vorbei.
Und obwohl er so oft betont hat, dass er nichts daran verdienen will und uns 100% der Einnahmen geben will, haben wir in den Vertrag reinschreiben lassen, dass er 20% bekommt. Wir dachten uns, irgendwie ist er doch korrekt, er gibt uns diese riesen Reichweite von seinem Channel, 2 Millionen Abonnenten und so. Auch wenn er rein gar nichts an der Serie gemacht hat, soll er auf jeden Fall was bekommen. Naja, wir kommen da rein, überall voll die hübschen Sekretärinnen und die fallen über uns her irgendwie, die stellen uns so viele Fragen, als würden die schon wissen, wer wir sind und warum wir hier sind. Egal, wir gehen auf jeden Fall ins Büro rein. Mois ist da und noch ein paar andere Leute. Auf jeden Fall unterschreibt er den Vertrag von uns, ohne ihn zu lesen. Der Kollege, der hinter ihm stand, der irgendwie aussah wie sein Boss, fragt ihn noch, ob er wirklich einfach so unterschrieben hat. Nachdem wir fertig waren, standen wir mit Mois im Gang. Wir haben noch ein bisschen gelacht und Smalltalk gemacht. Es wurde vielleicht etwas lauter. Auf einmal kam dieser Typ aus seinem Büro und meinte, Mois, wir sind immer noch eine Immobiliengesellschaft, sei mal ruhig. Mois zuckte wie ein ängstlicher Hase und war still. Tschüss, warum hat er so eine Angst vor dem? Naja, wie auch immer, wir verabschiedeten uns und freuten uns auf die Zukunft. Kleiner Sidefact am Rande. Einer von den Jungs ist ein Musikproduzent und Mois wollte irgendwann ein paar Beats von ihm haben, um drauf Texte zu schreiben. Er hatte sie ihm natürlich auf korrekt zum Reinhören geschickt. Merkt euch das, das wird später noch wichtig, Leute. Mois hatte die Serie schon überall angekündigt und zwar so, als hätte er selber dran mitgearbeitet. Was er ja tatsächlich nicht hat, weil die Serie schon komplett fertig war, als wir ihn kennengelernt haben. Aber wir dachten uns, egal, soll der machen. Er gibt uns ja immerhin seine Reichweite. Und in seinem Größenwahn hat er wohl wirklich geglaubt, dass er die Serie mit uns gemeinsam gemacht hat. Aber das war eine Lüge. Der große Tag war gekommen. Wir hatten nachmittags noch mit Mois kommuniziert und er meinte, er freue sich aufs Release. Ein paar Stunden bevor die Folge ausgestrahlt werden sollte, meinte er zu uns, Jungs, ich habe die Serie echt gut gepusht und jeder Beitrag hat mehrere tausend Likes. Das ist Bombe, Jungs. Er war super zufrieden. Um 20 Uhr sollte es losgehen. Wir saßen da mit Popcorn, Getränken, es war einfach geile Stimmung, wir freuten uns übertrieben. Auf einmal war 20 Uhr, wir aktualisierten seinen Channel dauernd. Es kam keine Folge, sie kam nicht und kam nicht. Wir dachten schon, es passiert nicht mehr. Aber auf einmal war die Folge online. Wir konnten es gar nicht glauben und alle freuten sich übertrieben. Die Kommentarspalte rastete aus, ich habe noch nie so viele Kommentare mit Zeitstempeln gesehen. Plötzlich bekamen wir eine Nachricht bei WhatsApp. Jungs, der Link geht nicht mehr. Ich habe die Seite aktualisiert und die Folge war tatsächlich einfach weg. Das Video war privat gestellt. Wir versuchten sofort Mois zu erreichen, aber irgendwie ging keiner ran. Bei WhatsApp keine Reaktion, SMS nicht. Der Typ war wieder wie vom Erdboden verschluckt. Wir hatten auch überall schon Profile erstellt für die Serie. TikTok, Instagram, YouTube und überall kamen Nachrichten rein, wo denn die Folge ist. Wir waren natürlich alle sehr enttäuscht und wir konnten ihn einfach nicht erreichen. Auf einmal sahen wir ein Bild, was er gepostet hat, dass er wohl im Krankenhaus war, wegen familiären Gründen. Wir hatten natürlich Verständnis. Nachts um 2 kam dann eine Nachricht von ihm in unserer Gruppe. Die Gruppe hieß übrigens Ziegenstall. In seiner Sprachnachricht hieß es, Jungs, das war gottlos, krass, aber 8000 Klicks ist zu wenig. Ich mache 8000 Klicks in eine Sekunde. Und meine Sponsoren haben das Video gesehen und die setzen vor, dass jedes Video mindestens 200, 300.000 Klicks macht. Und die haben dann angerufen und gesagt, das Video muss runter. Tut mir leid, Jungs, wir müssen gucken, wie wir mehr Hype machen können. Wir haben das einfach nicht verstanden. Die Folge kam so gut an, nur positive Kommentare. Und von den Klicks her wären wir safe am nächsten Tag in den Trends gewesen. Auf einmal war auch irgendein Leak von der ersten Folge im Umlauf auf YouTube. Wir wissen bis heute nicht, wer das war, aber wir gehen von folgendem Szenario aus. Bruder, die wollen mir nur 20% geben? Ich werde die ganze Serie leaken. Am darauffolgenden Tag entschieden wir uns, dahin zu fahren. Als wir ankamen, war da einfach keiner. Nur zwei Bauarbeiter. Die haben irgendwie diesen Eingangsbereich umgebaut. Wir gingen rein. Die Bauarbeiter winkten uns durch. Irgendwo hörten wir, dass Leute in einem Raum sprachen. Wir klopften an die Tür. Dort waren irgendwie zwei Typen und eine Frau. Die Frau meinte, wir sollen besser Mois anrufen. Wir gingen wieder runter und versuchten, Mois zu erreichen. Als wir gerade unten angekommen waren, kam auf einmal ein Kellner. Er war ein alter Bekannter von Easy. Wir setzten uns mit ihm hin, um einen Kaffee zu trinken. Irgendwann ging Easy kurz zum Geldautomaten, um etwas abzuheben. Da sprach der Kellner zu Juri. Ey, wenn die den Vertrag auflösen lassen wollen würden, würde ich das an eurer Stelle besser tun. Die sind nicht ohne und haben auch ihre Leute. Wir wussten einfach nicht, was abgeht und waren einfach enttäuscht, dass die Folge nicht mehr online war. Irgendwann meldete sich Mois. Er sagte, dass er gerade bei einem Videodreh ist. Wir meinten zu ihm, kein Problem, wir warten hier, wir trinken einen Kaffee. Aber nachdem wir fertig waren, dachten wir uns, scheiß drauf, der wird eh nicht auftauchen. Lass uns fahren. Tage vergingen.
Wir hörten wieder nichts von ihm. Er war wieder wie vom Erdboden verschluckt. Als wäre er auf einem anderen Planeten. Wir sahen die neuen Videos, die er raushaute, und dachten uns, was macht er da? Ist er jetzt Immobilienmakler geworden? Verkauft er Yachten? Das kam uns alles so komisch vor. Warum hat er nicht einfach die Serie rausgehauen? Warum halten die sich nicht an unsere Absprachen? Warum bricht er immer wieder sein Wort? Vereinzelt gab es hin und wieder mal einen Kommentar, in dem sie fragten, wo denn seine Serie ist. Seine Serie. Und irgendwann gab es ein paar YouTuber, die darüber berichteten, dass die Serie verschwunden war. Das Ganze habe ich mir angeschaut und ich wollte mir das Ganze nochmal anschauen und die Serie war auf einmal weg. Ich glaube nicht, mir ging es so, es ging auch vielen anderen, die sich gedacht haben, okay, Alter, wo ist die Serie hin? Die Serie heißt nämlich Yo Snake. Als wir das gesehen haben, hatten wir eine kleine Hoffnung, dass es bald losgeht mit der Serie. Irgendwann kam wie aus dem Nichts eine Nachricht, ob wir ein Meeting machen können. Wir waren eigentlich ziemlich abgefuckt, aber dachten dann irgendwie, okay, komm, wir gehen dahin, wir regeln das. Im Meetingraum saß auch diese eine Frau, die vorher meinte, wir sollen uns doch bei Mois melden, als keiner da war. Die Stimmung war alles andere als gut. Die Folge sollte um 20 Uhr online kommen und kam ungefähr eine halbe Stunde zu spät. Dann war sie nach ungefähr 10 Minuten wieder offline. Wir fragten ihn, was denn jetzt der genaue Grund ist, und er meinte einfach nur, die Folge war auf jeden Fall pünktlich online. Wir konterten, nein, wir haben das beobachtet. Er wurde laut und schrie, wenn ich das sage, ist das so gewesen? Eine Diskussion mit ihm schien aussichtslos. Auf einmal meinte er, dass er auch unzufrieden war mit den 20%, die wir ihm angeboten hatten. Warum wir das nicht durch drei teilen, wenn wir doch drei Leute sind? Hä? Wir haben das gar nicht verstanden. Er meinte doch die ganze Zeit, dass er nichts an unserer Serie verdienen will. Und er hat doch gar nichts an der Serie gemacht, wir haben alles selber gemacht. Er sagte nur, das war ein Test. Ich wollte nur gucken, wie ihr reagiert, wie viel ihr mir abgeben wollt. Wegen seiner Behauptung, irgendwelche Sponsoren hätten ihm vorgeschrieben, die Folge runterzunehmen, meinten wir zu ihm, wir brauchen das gar nicht machen, wenn du keine Macht über deinen eigenen Kanal hast. Mois rastete aus. Was denkt ihr, ihr seid, was denkt ihr, 2 Millionen Abonnenten, 2 Millionen Schollen? Er schlug sogar seinen Kugelschreiber auf dem Tisch kaputt. Aber sogar die Frau musste lachen. Wie auch immer, irgendwann beruhigte sich das Ganze und wir überlegten, wie wir der Serie mehr Hype geben könnten. Wir meinten zu ihm, lass doch Beef starten. Zwischen Mois und Snake. Darauf hatte er aber keinen Bock gehabt. Irgendwann meinte er, Jungs, ich hab's. Wir machen eine Szene, wo ich Montana Black beim Zocken erwische und ihn verprügel. Das wird Hype geben, Jungs. Seine Mitarbeiterin meinte zu uns, Mois sollte viel mehr in der Serie stattfinden. Mois sagte, sie arbeitet angeblich für Netflix. Auf die Frage hin, wie viel TikToks wir denn machen sollen, sagte er, du weißt, Bruder, 3, 6 oder 9. Sie wollten auf jeden Fall, dass wir Mois irgendwie ins Intro der Serie einbauen. Die fragten uns, bis wann wir diese ganzen Verbesserungsvorschläge denn durchführen könnten und alles ready ist. Es war ein Montag und wir sagten, wenn Mois heute Abend wirklich ins Studio kommt, schaffen wir das bis Mittwoch. Wie auch immer, wir haben dann ein bisschen geredet und Mois sollte abends vorbeikommen, um diese eine Szene da aufzunehmen. Er kam dann auch. Aber er wollte erstmal ein bisschen Freestyle rappen auf irgendwelche Beats. Er meinte, Bruder, ich war lange nicht mehr im Studio, darf ich bitte einmal aufnehmen? Und ich darf den Beat nicht länger hören als 3 Sekunden, bevor ich aufnehme, damit ich direkt im Vibe bin, weißt du? Wir ließen ihn ein bisschen rappen. Er hat voll auf heftig gemacht, so als würde er mit Mayweather telefonieren. Als er um die Ecke gegangen ist und wohl nicht bemerkt hat, dass wir ihn immer noch hören konnten, meinte er auf einmal, Schatz, ich komme heute etwas später. Er hat ganze 10 Minuten lang dieses Telefonat vorgetäuscht und kam dann um die Ecke zurück. Yeah, Bro, we will fight. Wir konnten unseren Ohren nicht trauen. Hat er das jetzt echt vorgetäuscht? Das hat er ab und zu gemacht. Er meinte dann immer, Jungs, ich kann gerade nicht, ich muss mit Mayweather reden. Ach ja, da war doch was. Die sollen doch kämpfen. Er hatte die ganze Zeit so einen Freund von sich dabei. Der schien echt korrekt zu sein, aber irgendwie auch so, als wäre er Mois Aufpasser. Irgendwann meinte er, ey, Mois, wir müssen los. Er hat dann in der letzten Sekunde noch kurz was aufgenommen für die Serie. Und hier seht ihr das geplante Intro zur ersten Folge. Was für ein Drecksbild. Leute, Chat. Montana, Krako? Hä? Nande? Mois? Hogolidischka? Hogarischemas? Entspann dich mal. Ey, Digga, hallo, ich bin's. Holishi! Oh Gott, ich Das war jetzt nicht der Nerd. Hast du mir gerade eine gechallt? Chat, habt ihr das gesehen, Chat? Chat? Oh, Nande? Yusnake? Yo, Mois! Blackopi? Okay, wir kommen direkt zur Sache. Brüder, wir haben ein paar miese Stories für dich. Hm. Und keiner hat die Eier, es an die Öffentlichkeit
Öffentlichkeit zu bringen. Und deswegen frage ich dich, hast du die Eier? Alle ist hier. Oder ich mehr? Kamehameha Genki Dama Toyota Suzuki Kimono. Kimono Mandalay. Iron Man Spider-Man 2. Naja, wie ihr mitbekommen habt, hatte er die Eier wohl doch nicht. Die haben es auf jeden Fall gefeiert und Mois hat einen Post verfasst, dass wir jetzt doch wirklich loslegen werden. Wieder um 20 Uhr. An dem Tag, an dem es losgehen sollte, bekamen wir aber dann einen Anruf von seiner Mitarbeiterin. Sie wurde wohl vorgeschickt, weil er keine Eier mehr hatte, mit uns zu sprechen. Sie meinte, Mois hätte alles getan, um die Serie gut zu promoten, aber sie hätte zu wenig Reichweite erzielt. Es war noch nicht mal 17 Uhr. Die war doch nicht mal online. Sie meinte aber, sie fände die Serie richtig krass und wir sollen mal shoppen gehen damit. Shoppen gehen bedeutet, dass wir uns irgendwelche Deals holen von irgendwelchen Werbepartnern oder so. Sie meinte noch, dass es doch besser wäre, die Serie vielleicht auf einem Zweitkanal von Mois rauszuhauen. Das ergab für uns irgendwie null Sinn. Wenn die Serie doch so gut finden, warum soll das auf seinem kleineren Kanal stattfinden? Hä? Die meinte dann, die werden sich irgendwann melden. Aber wir glaubten nicht mehr wirklich dran. Wir fühlten uns auf jeden Fall verarscht. Nachdem die uns so hops genommen haben, indem die unsere Folge einfach wieder offline genommen haben, ich meine, das wurde geleakt und alles, waren wir trotzdem noch so korrekt und haben so viel Arbeit reingesteckt, 2 Nächte durchgemacht und dann bekommen wir sowas zu hören? Und natürlich war Mois wieder wie vom Erdboden verschluckt. Aber ehrlich gesagt, haben wir uns auch gar nichts mehr erhofft. Ungefähr 2 Monate später klingelte Juris Handy. Da stand Alim, Mois. Wir dachten, er hat es endlich begriffen und will die Serie raushauen. Doch dann faselte er irgendwas von 369 Songs, die er aufnehmen will. Wir meinten zu ihm, alles, was er tun muss, ist die Serie rauszuhauen. Und während wir am Reden waren, meinte er auf einmal, Brüder, ich muss auflegen, Mayweather ruft an. Dann haben wir monatelang nichts von ihm gehört. In der Zeit haben so viele Leute ihren Unmut gegenüber Mois bei uns geäußert. Dass er ihnen Geld schuldet, Scheiße gebaut hat, sie heimlich aufgenommen hat, eine Menge Tasch auf Co. geholt hat, was er nie bezahlt hat. Aber das Kurioseste war dieses eine Video, was uns gezeigt wurde. Mois bekam Schläge, saß voller Blut auf einem Stuhl, musste sich entschuldigen. Bruder, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, Bruder, bitte. Das war aber wahrscheinlich Altersvideo, der hatte kürzere Haare und war etwas dicker im Gesicht. Als wir das sahen, fragten wir uns nur, in was für Kreisen bewegt sich der Typ? Wir wollten doch nur eine Comicserie rausbringen, Mann. An was für einen Typen sind wir denn geraten? Mit was für einem Verrückten haben wir einen Vertrag? Erinnert ihr euch an den Side-Fact von vorhin? Mit dem einen von den Jungs, der Musikproduzent ist, von dem Mois Beats wollte? Irgendwann haben wir gesehen, er hat die Beats einfach benutzt in seinen Videos. Ohne Absprache. Millionen Klicks auf seine Videos. Urheberrechtsverletzung. Aber ey, wir haben ihn nicht geclaimed. Ich glaube, mit 3 Strikes kann man sogar seinen ganzen Kanal löschen. Und das waren ein paar Beats mehr, Bro. Wir haben natürlich erstmal den normalen Weg gesucht, mit ihm zu reden. Er meinte auch, er bezahlt die Beats ganz normal. Wir konnten ihm eine Rechnung schicken, aber irgendwann war natürlich seine Nummer wieder weg und er vom Erdboden verschluckt und das Geld kam nie an und ja, ihr wisst es ja jetzt. Was er in der ganzen Zeit getrieben hat, wollen wir gar nicht wissen. Falls ihr euch fragt, warum die Serie so lange nicht kam. Mois hatte nur eine Bitte bei dem Vertrag. Wir sollten die Vertragslaufzeit auf 1 Jahr machen. Und somit befand sich Snake über 1 Jahr lang in Gefangenschaft. Hashtag Free Snake. In die Kommentare bitte. Doch jetzt, wo Snake wieder draußen ist, wird die Szene erstmal auf den Kopf gestellt. Und zwar so, wie ihr es noch nie gesehen habt. Checkt die erste Folge auf unserem Channel. Und Mois, wir wünschen dir nichts Schlechtes. Einfach nur gute Besserung.